Ja, dann herzlich willkommen auch von meiner Seite und ich freue mich, dass einige Leute gekommen sind. Ich will heute sprechen über die mitteldeutschen Märzkämpfe von 1921. Diese Jahreszahl dazu zu sagen, ist relativ wichtig, weil nämlich in dieser Region, wo dieser Aufstand seinen Schwerpunkt hatte, also dieses Gebiet Leuna, Merseburg, zwischen Leipzig und Halle, Mansfelder Land, diese Gegend, da gab es eigentlich dreimal Märzkämpfe nacheinander. Also das ging los 1919 nach der Novemberrevolution, als es da um die Machtbefugnis der Räte ging und die entmachtet worden sind durch Militär, durch Generalmajor Merker, der von Stadt zu Stadt gezogen ist, um die Macht der Arbeiterräte zu brechen und sozusagen die Regierungsgewalt herzustellen. Das war heftig umkämpft auch in dieser Region. Dann die Kämpfe um den Kapp-Putsch 1920, wo es ja im ganzen Reich einen großen Generalstreik gab, der diesen Kapp-Putsch verhindert hat. Auch da gab es heftige Kämpfe in Halle und Umgebung. Und dann eben 1921 ein Aufstand, der so ein bisschen anders gelagert ist als das, was sich davor abgespielt hat. Dieser Aufstand hat im Grunde zwei Stoßrichtungen gehabt. Zum einen ging es um eine soziale Konfliktlage, die da sehr angespannt gewesen ist, in einem roten Bezirk, wo die kommunistischen Parteien sehr stark gewesen sind. Und es ging um den Protest gegen eine Polizeiaktion, zu der ich auch noch mehr erzählen will. Und es ging zum anderen aber auch ganz konkret tatsächlich darum, einen Aufstand zu inszenieren, der zum Ziel hat, die Regierung zu stürzen und eine kommunistische Revolution herbeizuführen. Ein Aufstand, der gescheitert ist. Ich bin so vor 5, 6 Jahren nach Halle gezogen und hatte da irgendwie das Bedürfnis, mich mit dieser Geschichte halt näher auseinanderzusetzen, weil ich von diesen Märzkämpfen gehört hatte, aber noch nicht so ein genaues Bild davon gehabt habe und fand es dann erstmal sehr spannend, sich damit auseinanderzusetzen, dass man sieht, damals waren linksradikale Gruppierungen, Parteien, sonstige Gruppen, das waren Massenorganisationen, die einen sehr großen Einfluss hatten. Und ich fand das spannend, mir das anzugucken, war am Anfang irgendwie erstmal relativ euphorisch, weil ich dachte, ja, jetzt kommt hier die spannende Geschichte und mit Figuren wie Max Hölz und Karl Plättner und so weiter. Und diese anfängliche Euphorie ist dann doch aber auch bei mir relativ bald zu einer gewissen Enttäuschung gewichen. Deswegen, weil eigentlich in diesem Aufstand alle Fehler gemacht worden sind, die man nur machen kann. Und man mitunter tatsächlich auch relativ hässliche Seiten von revolutionären Bewegungen erblicken kann. Ich finde, ich habe trotzdem dann relativ lange also mich weiter damit auseinandergesetzt und finde das voll sinnvoll, dass man eben nicht nur die Rosinen sich aus der Revolutionsgeschichte rauspickt, sondern also der Revolution vielleicht gerade die Treue dadurch hält, dass man sich auch ihre hässlichen Seiten anschaut und das eben aufarbeitet und dann vielleicht zumindest weiß, was man nicht machen sollte. Ich werde in dem Vortrag von Arbeitern und von Kommunisten sprechen und nicht von Arbeitern und Arbeiterinnen und Kommunisten und Kommunistinnen, einfach deshalb, weil so gut wie keine Frauen an diesem Aufstand beteiligt gewesen sind. Und ich glaube, dass das ein Prozess ist, der auch tatsächlich dahinter steht, weil Frauen gerade in der Novemberrevolution eigentlich eine maßgebliche Rolle gespielt haben, die sozusagen bei den ganzen wilden Streiks, Protestaktionen, Demonstrationen gegen den Krieg immer in vorderster Reihe standen. Und ich glaube, dass es mit der Institutionalisierung von revolutionären Gruppierungen zu tun hat, dass dann die Frauen wieder aus der ersten Reihe verdrängt worden sind. Und das sieht man eben auch in dieser mitteldeutschen Märzaktion 1921, dass da eben Frauen eigentlich keine Rolle spielen. Ich finde es aus einem anderen Grund auch noch wichtig, sich mit diesen Märzkämpfen auseinanderzusetzen. Nämlich, weil diese Märzkämpfe einen Schlusspunkt setzen unter die Entwicklung der KPD in der frühen Weimarer Republik und im Grunde einen Prozess einleiten, nachdem dann die KPD eine autoritäre Kaderorganisation ist und es sozusagen diese Märzaktionen mit einer der Vorbedingungen sind, dass diese Partei stalinisiert wurde und eben ja auf Befehl von Moskau eigentlich nur noch gehandelt hat und auch sozusagen ja diese Organisationsvorstellungen von des Stalinismus übernommen hat. Und wir werden in dem Vortrag, glaube ich, so ein paar Anhaltspunkte dafür kriegen, wie das kommen konnte. Ich will den Schwerpunkt vor allen Dingen auf die Entwicklung der KPD setzen, einfach weil sie der maßgebliche Akteur dieser Aufstände gewesen ist und eben aufgrund dieser Organisationsgeschichte mit der autoritären Entwicklung.
Es gibt noch andere Gruppierungen, die auch eine Rolle in diesem Aufstand gespielt haben. Die KAPD, Kommunistische Arbeiterpartei Deutschlands, eine linkskommunistische, rätokommunistische Abspaltung von der KPD und die Allgemeine Arbeiterunion, was so eine Art Betriebsorganisation gewesen ist, die auch syndikalistische, rätokommunistische Vorstellungen hatte. Diese beiden Gruppierungen waren auch sehr wichtig für diesen Aufstand in Mitteldeutschland. Ich werde sozusagen auch deren Rolle erwähnen, aber sozusagen, ich wollte für diesen Vortrag erstmal die KPD so ein bisschen in den Fokus nehmen. Die Veranstaltungsreihe, die Bernd erwähnt hat, da gab es einen Vortrag von Felix Klopotek, der hat eben genau das gemacht, sich diesen Aufstand angeguckt, eben mit Hinblick auf KAPD und AAU. Ich habe hier so eine kleine Übersicht sozusagen gestempelt, wo einfach erstmal die verschiedenen Gruppierungen der Arbeiterbewegung in dieser Zeit genannt sind. Ich werde dann immer mal darauf zurückkommen und werde sozusagen noch erklären, was das für einzelne Gruppen gewesen sind. Ich will in dem Vortrag anfangen, wie die KPD aus dem Ersten Weltkrieg entstanden ist, will dann auf die lokalen Bedingungen eingehen dieses mitteldeutschen Märzaufstandes, will dann so ein bisschen den Verlauf dieser Aufstandsbewegung schildern und will dann am Ende die Folgen des Aufstands für die KPD schildern. Die KPD ist ja im Jahreswechsel 1918, 1919 gegründet worden, also im Nachgang zur Novemberrevolution. Und die Gruppierungen, die sich zur KPD zusammengeschlossen haben, die waren im Grunde schon in der alten Sozialdemokratie, in der SPD, auch in der Vorkriegszeit waren diese Gruppierungen schon anwesend. Also die SPD war ja eine große Sammlungsbewegung, alle Flügel der Arbeiterbewegung waren in der SPD versammelt. Und die SPD war nach der Aufhebung der Sozialistengesetze im Kaiserreich sehr erfolgreich, also war sozusagen die stärkste Massenpartei eigentlich, die es gab. Und eben in der engen Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften, die auch immer größer wurden, hat sie erstmal eine sehr erfolgreiche Politik gemacht. Gleichzeitig ist aber mit diesem Größerwerden von der SPD schon verbunden, dass sich eine Führungsriege herausgebildet hat und ein bürokratischer Apparat mit einer gewissen Schwerfälligkeit und auch im Grunde sehr hierarchische Strukturen. Ich habe hier auf der Übersicht sozusagen, das ist in der zweiten Zeile, so grob die drei Hauptflügel der Sozialdemokratie aufgezeichnet. Also das ist ein linker Flügel, also dazu gehören zum Beispiel eben Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, verschiedene andere Gruppierungen und Personen. Dann das marxistische Zentrum, so wurde es damals genannt, da war so Karl Kautsky maßgebend, der so die marxistische Orthodoxie in dieser Zeit vertreten hat und so maßgeblich eigentlich so den Theoriekanon vorgegeben hat und wo im Grunde eigentlich auch alle, die in der Revolutionsgeschichte da eine Rolle gespielt haben, die sind bei dem in die Schule gegangen. Also auch Lenin und so weiter haben sich erstmal in ihrer Frühzeit sehr positiv auf Karl Kautsky und auf dieses Zentrum bezogen. Und dann die Revisionisten, die so ein bisschen den Ansatz hatten, wir geben sozusagen den Anspruch der Revolution auf und wir halten es für möglich, angesichts, so wie sich der Kapitalismus entwickelt, ist auch ein friedlicher Übergang in den Sozialismus möglich. Da gehört zum Beispiel Bernstein dazu, den man ja vielleicht so ein bisschen kennt aus diesem berühmten Revisionismusstreit der SPD. Dadurch, dass hier so diese drei Flügel aufgezeichnet sind, wird vielleicht schon deutlich, dass auch schon vor dem Ersten Weltkrieg es so ein paar Reibereien, gelinde gesagt, in der SPD gab. Also zum Beispiel die Massenstreikdebatte, wo darüber geredet wurde, nach der Erfahrung der russischen Revolution 1905, wo so diese Massenstreiks im großen Maßstab auftreten, ist das sozusagen eine Organisationsvorstellung, die wir übernehmen oder eher nicht. Und wenn wir es übernehmen, wie funktioniert dann so ein Massenstreik? Wird der von der Gewerkschaft und von der Parteispitze beschlossen oder hängt das eben von der Basis ab, die sozusagen ja in so mehreren Wellen von unten halt solche Massenstreiks in Gang bringt? Oder eben genau dieser Revisionismusstreit, den ich schon erwähnt habe. Die SPD zerbricht dann, das ist ja relativ bekannt, aber nicht an diesen inhaltlichen Fragen, sondern an der Stellung zum Ersten Weltkrieg. Das war dieser berühmte 4. August 1914, wo der Reichstag die Kriegskredite bewilligen lassen hat.
Und für die Führung des Ersten Weltkriegs war es tatsächlich enorm wichtig, die Gewerkschaften und die Sozialdemokratie zu einer Zustimmung zu bewegen, weil es sozusagen zum ersten Mal in diesem Umfang so ein Massenkrieg war, wo auch klar war, wir brauchen Organisationen und Gruppen, die in der Gesellschaft verankert sind und die da irgendwie so einen Rückhalt für dieses kriegerische Vorhaben geben. Das heißt, man musste, also um diesen modernen Krieg führen zu können, musste man Zustimmung massenweise zu diesem Krieg organisieren und dafür war die Sozialdemokratie und die Gewerkschaften gut und eben die Führungsriege der SPD hat eben diese Kriegskredite bewilligt. An dieser Spaltungsprozess, an der Kriegsfrage, der geht nicht sozusagen auf einmal und plötzlich, sondern so Stück für Stück. Also zuerst hat die ganze Reichstagsfraktion dem zugestimmt, der SPD, auch Karl Liebknecht, der hat sich dem Fraktionszwang gefügt. Und dann erst sozusagen es wurde immer wieder, mussten neue Kredite aufgenommen werden und die mussten immer wieder sozusagen abgestimmt werden. Und dann sind Stück für Stück Leute aus dieser Reichstagsfraktion ausgeschert. Die haben dann die Sozialistische Arbeitsgemeinschaft gebildet, die sozusagen in dem Parlament, in dem Reichstag den Krieg abgelehnt haben und das begründet haben. Und es gab tatsächlich viele Mitglieder und Zeitungen, die sozusagen die SPD-Führung für diese Bewilligung kritisiert haben. Und es hat sich großen Widerstand in der SPD geregt. Die SPD-Führung ist sehr rigoros gegen die Kriegsgegner vorgegangen, sodass dann irgendwann klar war, es gibt hier eine Spaltung. Und dann hat sich die im April 1917 die USPD gegründet, die hier auch sozusagen aufgeführt ist, also die unabhängige sozialdemokratische Partei. Das waren die Kriegsgegner innerhalb der USPD, die sich da organisiert haben und die dann einen eigenen Parteiapparat mit Zeitungen und so weiter hatten. In der USPD waren interessanterweise also trotzdem alle Flügel der Vorkriegssozialdemokratie auch drin vorhanden. Also zum Beispiel Bernstein war auch in der USPD drin und es war klar, das ist keine homogene revolutionäre Partei, sondern es ist auch wiederum eine Partei, wo verschiedene Flügel drin sind, die auch tatsächlich Konfliktpotenzial haben. Im Laufe des Ersten Weltkriegs sind dann eine Reihe von linksradikalen Gruppierungen entstanden, die sich auch jenseits von der USPD formiert haben, so zum Beispiel die Internationalen Kommunisten Deutschlands, IKD. Die haben sich aus verschiedenen lokalen linksradikalen Gruppierungen zusammengesetzt, zum Beispiel die Bremer Linksradikalen. In Bremen war schon die Sozialdemokratie immer sehr linksstehend und die hatten Kontakt zu den holländischen Rätekommunisten, aber auch zu Karl Radek, was eine wichtige Figur der Bolschewiki in Russland gewesen ist, oder die Zeitschrift Lichtstrahlen von Julian Borchert aus Berlin, die haben sich eben zusammengetan zu diesen internationalen Kommunisten Deutschlands. Es gab auch noch Einzelpersonen, zum Beispiel Karl Plättner und Max Hölz, die im Laufe der Märzkämpfe noch eine Rolle spielen werden. Genau, es ist relativ zersplittertes Geschehen. Und es gab sozusagen den Spartakusbund, eigentlich hießen die Gruppe Internationaler, die sozusagen Spartakusbund, also Spartakusbriefe, das waren sozusagen dieses Oppositionsblättchen, das Rosa Luxemburg herausgegeben hatte. Und Rosa Luxemburg und die Leute wollten eigentlich relativ lange in der USPD drinbleiben. Rosa Luxemburg hatte immer gebremst, auch als es noch um die SPD ging, wollte sie eigentlich immer sozusagen da sein, wo die Massen der Arbeiter organisiert sind und wollte Teil der SPD bleiben. Erst als es dann wirklich nicht mehr ging, ist sie mit ihren Leuten in die USPD gegangen. Und der Spartakusbund wollte aber innerhalb der USPD relativ unabhängig sein, wollte das quasi als Plattform nutzen, aber die hatten schon dann auch sozusagen so eine Stoßrichtung, dass sie eine revolutionäre Massenorganisation haben wollen. Und das war die USPD nur bedingt oder nur zum Teil. Was diese linksradikalen Gruppen betrifft, also diese internationalen Kommunisten Deutschlands, da entstehen schon inhaltliche Positionen, die dann später innerhalb der KPD als linkskommunistische Inhalte hervortreten werden. Also da ist sehr groß eine Skepsis gegenüber dem Organisationsapparat überhaupt, eine Skepsis gegenüber verknöcherten Parteistrukturen. Und es gibt so die Tendenz zu sagen,
wir wollen auch ein anderes Gewerkschaftsmodell haben, weil wir auch eben die Erfahrung gemacht haben, die Gewerkschaften haben auch den Ersten Weltkrieg mit der Burgfriedenpolitik mitgetragen. Und auch da hat sich gezeigt, dass eben sozusagen es so eine Führungsriege gibt, die Macht über den Apparat hat und sowas dann eben durchsetzen kann. Und die haben stattdessen so die Idee, Betriebsorganisationen zu gründen, die sozusagen die Aufgabe haben, Kampforganisationen zu sein, die Streikkomitees bilden sollen, in den Betrieben agitieren sollen, ja, und sozusagen so politische und ökonomische Kämpfe und Konflikte halt direkt auf der Betriebsebene forcieren sollten. Und ich finde dieses Milieu von den internationalen Kommunisten Deutschlands relativ interessant, weil da so eine Art Arbeiterradikalismus entsteht, der sehr eng zusammengeht eben mit diesen wilden Streikaktionen und Protestaktionen, die es halt in den letzten Jahren des Ersten Weltkriegs halt gegeben hat. Also da gibt es, also diese Gruppierung schafft es tatsächlich, ein intellektueller und theoretischer Ausdruck zu sein für das, was ganz viele junge Arbeiter, die sich durch diesen Krieg erst politisiert haben, die relativ entwurzelt waren durch diesen Ersten Weltkrieg, sozusagen auszudrücken, was die denken und denen sozusagen ein organisatorisches Gewicht zu geben. Und was wir aber eben auch sehen werden, ist, dass das sozusagen so ein kurzfristiges Zusammengehen, ich glaube auch, dass diese linksradikalen Gruppierungen am Ende auch doch, ja, sich wiederum verwandeln in Gruppierungen, die relativ unabhängig davon agieren, was Arbeiterinnen und Arbeiter in den Betrieben denken. Und was man wissen muss, ist, dass diese internationalen Kommunisten Deutschlands, dass die schon vor dem Zusammenschluss zur KPD, zur Kommunistischen Partei, immer einen Konflikt hatten mit Rosa Luxemburg und mit den Leuten vom Spartakusbund, die eben so gesehen haben, aha, die Rosa Luxemburg bremst immer, die will immer in den großen Organisationen sein, wie revolutionär ist denn die eigentlich wirklich? Und die ja sozusagen, also das gab dann auch verschiedene inhaltliche Debatten, das will ich jetzt nicht so im Detail darlegen, aber da gibt es sozusagen eine gewisse Spannung, wo die internationalen Kommunisten Deutschlands, wo man sagen kann, das sind so die entschiedenen Revolutionäre, die wollen das Revolutionäre forcieren. Und Rosa Luxemburg ist eher jemand, so, die so Abwägungen macht, die sich Kräfteverhältnisse ansehen will, die auch natürlich Revolution will, aber irgendwie so ein bisschen eine vorsichtigere Einschätzung immer versucht, der Lage zu machen. Diese Differenzen, die ich jetzt angesprochen habe, die werden dann, die kommen dann sehr deutlich zutage auf dem Gründungsparteitag der KPD, der vom 30. Dezember 1918 bis 1. Januar 1919 in Berlin stattgefunden hat. Auf diesem Gründungsparteitag, wo sich eben IKD, Spartakusbund und noch so andere einzelnere, kleinere Gruppierungen eben zur KPD zusammenschließen. Dieser Parteitag ist von einem enormen Streit geprägt und da geht es um zwei zentrale Sachen, nämlich wie steht man zu den Wahlen, zu den Reichstagswahlen, wo gerade die Linksradikaleren gesagt haben, wir wollen nicht das bürgerliche Parlament, sondern es gibt ja jetzt durch die Novemberrevolution die Rätestruktur und das heißt, wir wollen auch, dass sozusagen die Räte die Macht behalten und das ist das, was wir forcieren wollen. Während Rosa Luxemburg zum Beispiel gesagt hat, wir müssen alle Plattformen nutzen, die für revolutionäre Propaganda genutzt werden können und dazu gehört auch das Parlament. Genauso bei den Gewerkschaften, da hatte ich ja schon angesprochen, die Linksradikaleren haben eher eine große Skepsis gegenüber den Gewerkschaften, aber Rosa Luxemburg sagt, in den Gewerkschaften sind nun mal die meisten Arbeiter organisiert und da müssen wir auch sein als Revolutionäre und müssen da sozusagen im Sinne des Kommunismus agieren. Interessanterweise hat sich Rosa Luxemburg auf diesem Gründungsparteitag nicht durchgesetzt und das Gründungsprogramm der KPD ist tatsächlich ein linkskommunistisches, das heißt, da stand Ablehnung der Wahlen und Ablehnung der Arbeit in den etablierten Gewerkschaften war in diesem Programm festgeschrieben. Dieser Streit ist aber damit natürlich nicht entschieden. Es steht da eine inhaltliche Klärung dann im Nachgang aus. Es kommt aber was dazwischen, also man hat nicht sozusagen in diesen unruhigen Zeiten die Zeit, diese inhaltlichen Fragen ja, in einem längeren, größeren Rahmen zu klären, denn es gibt die Januarkämpfe in Berlin, eine Aufstandsbewegung, wo auch Spartakusaufstand genannt, aber das hat der Spartakusaufstand, der Spartakusbund hat es gar nicht, oder die KPD hat das gar nicht forciert, sondern das ging tatsächlich aus von spontanen Kämpfen in Berlin. Durch diese Spartakusaufstände und die anschließende Repression sind eben Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg tot. Franz Mehring stirbt in dieser Zeit an Altersschwäche. Leo Jogiris, der Lebenspartner von Rosa Luxemburg, ist tot. Das heißt sozusagen die charismatischsten Figuren und die sozusagen theoretisch ganz viel auf dem Kasten haben und die so ausstrahlende Figuren gewesen sind, die sind
tot gewesen, was für so eine ganz junge Partei also enorm schwierig gewesen ist. Also das war, hat eine enorme Schwächung bedeutet. Das geht dann so weiter, dann eben im März 1919 die Märzkämpfe in Berlin, wo es sozusagen um Streiks ging, die dann wieder politische Forderungen auf die Tagesordnung gestellt haben, die Sozialisierung gefordert haben, die ganz brutal niedergeschlagen worden sind mit Artillerie und irgendwelchen schweren Geschützen. Also da einfach ein hoher Blutzoll, den die junge KPD da gezahlt hat. Dann eben sozusagen April 1919 die Auseinandersetzung um die Bayerische Räterepublik. Auch da sozusagen enorme Repressionen, ganz viele Leute, die halt tot sind oder in die Knäste wandern. Also das heißt, ja, auch sozusagen dieser hohe Blutzoll führt dazu, dass diese inhaltlichen Fragen gar nicht so richtig geklärt werden konnten. Und dazu kommt natürlich, dass die KPD auch sozusagen nach diesen Geschehnissen halt phasenweise illegal gewesen ist, man musste sich clandestin organisieren und so weiter. Was man sich klar machen muss, ist, dass eben zu dieser Zeit die KPD eine absolute Minderheitenposition ist, auch innerhalb der Arbeiterbewegung, innerhalb der Arbeiterschaft in Deutschland. Und es gibt sozusagen, nachdem es diese verschiedenen Kämpfe gab, dann wiederum verschiedene Flügel in der KPD. Die Rätekommunisten, die haben sich damals nicht so genannt, aber die wurden erst später so genannt und es hat sich auch erst so nach 1921 so richtig als eigenständige Strömung herausgebildet, aber eben, dass man entschieden linksradikal revolutionär ist, sich an den Räten sozialrevolutionär orientiert, ein leichter voluntaristischer Zug, das heißt, man Revolution um jeden Preis und das hängt schon auch vom Willen ab, den man sozusagen zeigt. Genau. Dann gab es eine Fraktion um Paul Levy, der nach diesen Januaraufständen, nachdem also sozusagen die Führer der KPD ermordet waren, sozusagen widerwillig die Parteiführung übernommen hat, der war sehr eng an Rosa Luxemburg und ihren Positionen orientiert. Also das heißt auch eine sozialrevolutionäre Orientierung, aber eben verbunden mit Gewerkschaftsarbeit und der auch die Teilnahme an den Wahlen befürwortet hat und der sich eigentlich zur Aufgabe gemacht hat, was er Putschismus genannt hat innerhalb der KPD, das aus der Partei rauszudrängen und sich irgendwie darauf einzustellen, dass sich der Kapitalismus auch nach dieser Novemberrevolution wieder stabilisieren könnte, man deswegen eine langfristige Orientierung braucht. Also nicht sozusagen in jedem Moment steht die Revolution vor der Tür, sondern wir müssen gucken, was heißt revolutionäre Realpolitik. Dann eine Reihe von Leuten, die sich sehr stark orientiert haben an den Bolschewiki und an der Sowjetunion, also wo die Oktoberrevolution der zentrale Bezugspunkt gewesen ist, die eben versucht haben, auch dieses bolschewistische Organisierungsmodell auf die Verhältnisse in Deutschland zu übertragen und die befürwortet haben, dass man halt eine sehr disziplinierte Organisierung an den Tag legt, auch dass man strategisch Spaltungen vornimmt. Also da waren die Bolschewiki ja sozusagen sehr gut da drin, irgendwie zu gucken, wie können wir von außen die sozialrevolutionäre Partei zum Beispiel spalten und wie kommt uns das im Revolutionsgeschehen dann zugute. Also so ist sozusagen so eine äußerliche Spaltungstechnik oder überhaupt sozusagen Aufstand und Revolution als Technik auch oft militärisch gedacht. Diese inhaltlichen Differenzen, die da zum Ausdruck kommen, die haben dann beim Heidelberger Parteitag der KPD im Oktober 1919 so eine Art Klärung erfahren. Das war sozusagen der Parteitag, wo es Paul Levy darum ging, seine Linie im Grunde innerhalb der Kommunistischen Partei durchzusetzen. Paul Levy hat dem Parteitag Leitsätze über kommunistische Strategie und Taktik zur Abstimmung vorgelegt. Und diese Leitsätze, die sollten so ein bisschen eben die Lehren aus den Januarkämpfen, aus dem Spartakusaufstand ziehen. Und das heißt, die Strategie darf nicht sein, vorstürmen um jeden Preis, nicht die Befürwortung des bewaffneten Aufstands in jeder Situation und unabhängig von der Analyse des Kräfteverhältnisses. Es sind aber auch noch andere Dinge festgeschrieben. Tatsächlich hat er auch eine strenge Zentralisierung der Partei vorgeschlagen und die Aufgabe des föderalistischen Organisationsprinzips, das bis dahin in der KPD galt. Und er hat auch die Idee mit diesen Betriebsorganisationen, die unabhängig von den Gewerkschaften sozusagen auch politisch, ökonomisch in den Betrieben agieren, auch das wollte er zurückdrängen und wollte sagen, die Partei hat so ein bisschen die Priorität, wenn es um die Organisation der Revolution geht.
Und ganz zentral eben wollte er durchsetzen die Teilnahme an den Wahlen und die Mitarbeit in den etablierten Gewerkschaften. Und das heißt ganz klar, was Paul Levy da machen wollte im Oktober 1919 war, dass man eigentlich diesen Gründungsparteitag der KPD, der dieses linksradikale Parteiprogramm hervorgebracht hat, dass das zurückgenommen wird und eine Revision davon stattfindet. Diese Leitsätze, das hat er auch dann sehr strategisch, sehr klug gemacht. Er hat das nicht sozusagen vorher den Sektionen zur Diskussion vorgelegt, sondern die Leitsätze waren dann, zack, in dem Moment auf dem Parteitag da, sollten abgestimmt werden. Der hat die versucht, so ein bisschen zu überrumpeln und dann gab es noch so Tricks, die Parteizentrale, wo Paul Levy drin saß, die sollte, also da sollte jede einzelne Person der Zentrale sollte Stimmrecht kriegen, so dass die halt auf dem Parteitag ein Übergewicht hatten. Und dann haben die sozusagen in knapper Mehrheit diese Leitsätze durchgebracht. Und was sozusagen dann noch entscheidend war, war, dass ein Satz auch in diesen Leitsätzen stand, nämlich Mitglieder der KPD, die diese Anschauung nicht teilen, haben aus der Partei auszuscheiden. Und das war sozusagen klar, dass das heißt, die Linksradikalen, die so eine syndikalistische Basisorientierung haben, die sollen gehen. Und das haben die dann gemacht, auch aus Protest quasi. Die Linksradikalen sind aus der KPD herausgegangen und haben dann im April 1920 die KAPD gegründet, die Kommunistische Arbeiterpartei, und das war tatsächlich ein Aderlass. Also zum Zeitpunkt des Heidelberger Parteitags hatte die KPD so in ungefähr 107.000 Mitglieder und es ist fast die Hälfte mit dann rausgegangen zur KAPD. Vielleicht zur KAPD nur ganz kurz. Also im Rückblick würde man sagen, das war eine rätekommunistische Partei. Das war aber damals noch nicht so klar. Also so ihr Verhältnis zur Sowjetunion mussten die noch klären. Die wollten Teil der Komintern sein, hatten aber auch schon Kritik an den Bolschewiki und dass die Komintern so eine autoritäre Organisation ist. Wollten sich dem nicht allen fügen, wollten trotzdem aber dabei sein, der Oktoberrevolution die Treue halten. Und das ist ein bisschen paradox, weil es im Grunde eine Antiparteienpartei gewesen ist. Was, glaube ich, auch, also ja, sozusagen diese große Skepsis gegenüber Intellektuellen als Parteiführer, eine große Skepsis gegenüber der Partei als solcher eigentlich. Die haben sehr eng zusammengearbeitet eben mit dieser Allgemeinen Arbeiterunion, AAU, was halt so ein Netzwerk eben von diesen Betriebsorganisationen, den Unionen gewesen ist. Und das hat dann relativ bald nach diesem Märzaufstand auch mit dazu geführt, dass sich die KAPD im Grunde aufgelöst hat. Aber sozusagen, ich glaube, also das sollte ein andermal Thema sein, aber gerade die theoretischen Debatten, die innerhalb der KAPD geführt wurden, die finde ich dann doch relativ interessant und es lohnt sich, das im Rückblick anzuschauen. Nun waren sozusagen diese Linksradikalen, also linksradikal ist ja auch immer so ein Begriff, das hängt, also damit bezeichne ich jetzt den linksradikalen Flügel der KPD. In der Weimarer Republik und in dem gesamten politischen Gefüge galt natürlich auch die KPD selbst als linksradikal. Also man muss das immer sozusagen in diesen Flügelverhältnissen denken. Was sozusagen Levy sehr gut gelungen ist, war, dass dieser Ausschluss der Linksradikalen, dass der jetzt sozusagen die Voraussetzung dafür war, sich mit dem linken Flügel der USPD wiederum zu vereinigen. Da hatte ich ja auch schon gesagt, innerhalb der USPD gab es halt alle Flügel der Sozialdemokratie und es gab eben auch einen linken Flügel, der sozusagen mit Interesse die Gründung der KPD sich schon angeschaut hatte, der auch sozusagen eigentlich Teil der Komintern werden wollte. Und wo im Grunde auch sehr sozusagen sozialrevolutionäre, linksradikale Positionen auch wiederum präsent waren. Und aber sozusagen für die Mehrheit der USPDler war jetzt sozusagen, dass so dieses putschistische Element jetzt aus der KPD draußen ist, das war halt die Voraussetzung, dass man sich jetzt mit der KPD vereinigen kann. In Halle haben die sich 1920 im Oktober dann zusammengeschlossen. Also linker Flügel der USPD plus KPD war dann die VKPD, also die Vereinigte Kommunistische Partei. Das hat überhaupt erst die KPD zu einer Massenorganisation gemacht. Das waren dann so 400.000 auf einmal, also fast eine halbe Million.
Und diese linken USPDler, die haben natürlich sozusagen ja, ein ganzes Netzwerk an Tageszeitungen, an lokalen Parteiapparaten. Also zum Teil, also Halle stand, da stand die USPD auch besonders links, da ist einfach sozusagen der komplette Ortsverband rüber zur KPD gegangen und da ist von der USPD dann nicht mehr viel übrig geblieben. Also das war sozusagen auch das Ziel, was Paul Levy hatte, sozusagen aus diesem linksradikalen Sektendasein rauszukommen und jetzt mit dieser Vereinigung eben zu einer Massenorganisation zu werden. Ossip Flechtheim, der ein wichtiger Kommunismushistoriker gewesen ist, Kommunismusforscher, der schreibt dazu, seit Dezember 1920 gab es somit endlich eine kommunistische Massenpartei mit Hunderttausenden von Mitgliedern, Dutzenden von Zeitungen, zahlreichen Gewerkschaftspositionen, mehreren Parlamentsfraktionen und so weiter. Jetzt heißt das wiederum nicht, dass es da sozusagen eine homogene Partei gäbe, sondern auch da gibt es wiederum Flügel, die zum Teil in einem Spannungsverhältnis sind. Das mache ich ganz grob, es stellt sich sozusagen, wenn man sich das genauer anguckt, natürlich immer komplizierter dar, aber es gibt so im Groben eine Position, die damals so als ultralinks bezeichnet wurde. Die haben sich sehr stark an Moskau orientiert. Das waren sozusagen die entschiedenen Revolutionäre, die es den Bolschewiki gleichtun wollten und die auch engen Kontakt zu denen hatten. Dann sozusagen ein Zentrum um Paul Levy, der eben sozusagen diesen Geist von Rosa Luxemburg damit in die Partei reinbringen wollte und der zu diesem Zeitpunkt ja zum Ziel hatte, so eine Einheitsfrontpolitik, also Zusammenarbeit mit den anderen Arbeitergruppierungen zu machen. Und dann sozusagen die neuen USPDler, die wiederum auch nicht sozusagen in sich geschlossen und einheitlich waren. Also da gab es zum Teil tatsächlich, und das ist wiederum relativ verrückt, Positionen, die der KAPD, also der linkskommunistischen Abspaltung eigentlich wiederum sehr ähnlich waren. Da sind die jetzt halt in der KPD gelandet, weil die vorher natürlich diese innerparteilichen Debatten nicht mitgemacht hatten. Das ist die politische Konstellation innerhalb der KPD, wie wir sie unmittelbar vor der Märzaktion 1921 vorfinden. Für Paul Levy sollte es jetzt darum gehen, eine realistische revolutionäre Politik zu entwickeln und das hieß für ihn vor allem die Ausrichtung der KPD hin auf eine Politik der Einheitsfront, das heißt auf ein partielles Zusammengehen mit anderen Arbeiterorganisationen oder mit den anderen Arbeiterorganisationen bei gleichzeitiger Wahrung des revolutionären Ziels. Und er hat sich das so vorgestellt, dass er sozusagen sagt, wir arbeiten mit den anderen Arbeiterparteien und den anderen Gewerkschaften zusammen, wenn es um so tagespolitische Forderungen und konkrete Interessen der Arbeiter geht, also Lohnerhöhungen durchsetzen, sozusagen den Militarismus in der Weimarer Republik zurückdrängen, zu gucken, was passiert in der Justiz und was gibt es da für gerechte oder ungerechte Urteile, Arbeitszeitverkürzungen durchsetzen. Also was sollte sozusagen stattfinden mit den anderen Arbeitergruppierungen. Aber sozusagen, er hat gesagt, immer in diesen Auseinandersetzungen muss es darum gehen, dann das nächsthöhere Ziel zu benennen und zu sagen, dass alle diese Konflikte letztlich nur gelöst werden können, wenn es am Ende halt einen Umsturz und eine Revolution gibt. Aber bis dahin eben sozusagen versuchen, realistische Einschätzungen zu machen, partiell Bündnisse schließen. Um diesem Ziel näher zu kommen, hat Paul Levy im Januar 1921 einen offenen Brief an die anderen Arbeiterorganisationen geschrieben und ich lese jetzt einfach mal vor, an wen dieser Brief gerichtet war, wenn man dadurch auch nochmal sieht, wie sozusagen die Arbeiterbewegung in Deutschland aufgegliedert war. Dieser Brief war gerichtet an den Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbund, also das sind sozusagen die traditionellen sozialdemokratischen Gewerkschaften, an die Arbeitsgemeinschaft Freier Angestelltenverbände, also die Angestelltengewerkschaft, die Allgemeine Arbeiterunion, also die AAU, syndikalistisch-linksradikale Betriebsorganisation, die Freie Arbeiterunion, also auch damals, die gab es sozusagen damals schon, die FAUD hieß die damals, eine anarcho-syndikalistische Organisation, an die Sozialdemokratische Partei Deutschlands, also SPD, an die Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands, also die Rest-USPD, der noch übrig geblieben war, und an die Kommunistische Arbeiterpartei Deutschlands, KAPD, also dann auch sozusagen tatsächlich ein Zugehen auf die man vorher ausgeschlossen hatte. Die Veröffentlichung dieses offenen Briefes war zunächst sehr erfolgreich, also das hat zu einem großen Zuspruch geführt und das hat sich auch darin dann ausgedrückt, dass die KPD sozusagen, indem sie diesen offenen Brief so ein bisschen so vorangestellt hat und zum Leitsatz ihrer Politik gemacht hat, hat sie dadurch einen weiteren Mitgliederzuwachs gewonnen und hat auch besser in den verschiedenen Wahlen abgeschnitten. Aber innerhalb der KPD
wird jetzt auch noch ein anderer Strang stärker, der auch von der Komintern, also von Moskau her, gestützt wird, nämlich eine Gruppierung, die einen sogenannten Offensivkurs oder eine Offensivstrategie entwickeln will. Und das heißt, das waren Leute, die wollten, dass die Partei die Avantgarde ist der Arbeiterbewegung, die revolutionär und entschieden vorangeht, die sozusagen nicht abwartet, bis Kämpfe und Konflikte entstehen, sondern die selber forciert und die sozusagen Aufstandsaktionen inszenieren muss, um die trägen Arbeitermassen mit sich zu ziehen. Also das haben diese Offensivpolitik-Leute, die haben das schon relativ klar gesehen, dass sie auch in der Minderheit sind und dass Kommunismus eine Minderheitenposition ist in der Weimarer Republik und dass es sozusagen auch so eine Müdigkeit gibt nach diesen ganzen Revolutions- und Bürgerkriegsszenarien und dass ja so eine Art Trägheit und Passivität unter den Arbeitern entstanden ist. Und die haben halt gedacht, wenn wir jetzt Aufstandsaktionen forcieren und es auch daraufhin eine Repression gibt, dann wird deutlich halt, wie repressiv der Staat ist und so können wir halt die Arbeitermassen wachrütteln und dann ziehen die mit, wenn die sehen, wir sind die Partei, die am entschiedensten vorangeht. Also das heißt, also ganz deutlich haben wir jetzt hier sozusagen zwei Positionen, die sich da gegenüberstehen. Also Paul Levy, der eben sozusagen diese revolutionäre Realpolitik fährt, der sagt, der Kapitalismus hat sich stabilisiert und wir müssen uns jetzt langfristig orientieren. Und es gibt eine andere Position, die auch davon getrieben ist, dass sie sozusagen diesen Schwung der Novemberrevolution irgendwie noch retten will und irgendwie das nicht akzeptieren kann, dass dieser Zyklus irgendwie vorbeigeht und die sozusagen denkt, das kann auch einen Moment geben, wo es dann zu spät ist für die Revolution. Das heißt, man muss jetzt schon auch viel darauf setzen, dass das irgendwie hin Richtung Revolution sich entwickelt. Aber die Frage, welche Politik setzt sich durch innerhalb der KPD, entscheidet sich an anderen Sachen. Paul Levy ist dann Februar oder März 1921 ist der zurückgetreten vom Parteivorstand. Da ging es aber um andere Sachen, nämlich weil die Komintern die Spaltung der Sozialistischen Partei Italiens forciert hatte. Die SPI hatte sich nicht gespalten im Ersten Weltkrieg, weil die relativ kriegskritisch geblieben sind. Und das heißt, auch da hatte man sozusagen alle Fraktionen der Arbeiterbewegung noch in der großen sozialistischen Partei. Und um eben sozusagen die Oktoberrevolution zu einer Weltrevolution zu machen, hatten die Bolschewiki gedacht, es ist klug, wenn wir sozusagen forcieren, dass sich da die Kommunisten aus der SPI abspalten. Und das fand Paul Levy fatal, eben auch aus dieser luxemburgischen Position heraus. Man muss immer in den Massenorganisationen bleiben, wo die Mehrheit der Arbeiter organisiert ist. Der hat dagegen protestiert und dann hat er sozusagen den Parteivorsitz aus Protest abgegeben. Damit war die Bahn frei für die Durchsetzung des Offensivkurses. Soviel zur organisatorischen Vorgeschichte. Jetzt kommen wir zu den lokalen Bedingungen des Märzaufstandes. Dieser Aufstand hatte im Grunde drei Zentren. Also ich habe ja jetzt immer sozusagen von Mitteldeutschland gesprochen. Also das ist dieses mitteldeutsche Industrierevier, eben mit Leuna, Merseburg und dann aber eben Mainzfelder Land. Da war vor allen Dingen so Bergbau, also Braunkohleabbau und solche Sachen waren da. Auch in Hamburg gab es Aktionen, Aufstandsversuche bei dieser Märzaktion und in Rheinland-Westfalen im dortigen Industrierevier gab es Versuche. Aber die sind, ja, also die Aufstandsbewegung war schon am stärksten in Mitteldeutschland, deswegen würde ich mich auf dieses mitteldeutsche Industrierevier konzentrieren. Und man kann ohne Umschweife sagen, dass diese Region eine besonders rote und besonders linksradikale Region tatsächlich ist. Dass da der gesamte Ortsverband der USPD zur KPD übergetreten war, hatte ich ja schon gesagt. Und man kann tatsächlich sagen, während sozusagen innerhalb der Arbeiterschaft reichsweit die SPD die stärkste Partei gewesen ist, ist es hier genau umgedreht. Da hat die KPD die SPD in den Wahlergebnissen bei Weitem überflügelt. Und jetzt würde ich hier mal... Genau. Die Wahlen zum Preußischen Landtag im Februar 1921, an denen kann man halt relativ gut diese Kräfteverhältnisse ablesen. Also da ist sozusagen im Gesamtpreußen erhält die KPD 1 Million Stimmen 156.000 und die SPD hat 4 Millionen Stimmen 171.000. Also die KPD hat nicht mal halb so viele Stimmen wie die SPD. Und wenn man sich jetzt Halle anguckt, da hat die KPD 204.000 Stimmen, während die SPD 71.000 Stimmen hat. Also sozusagen, da war sozusagen das,
die politische Konstellation des gesamten Reiches war halt in Halle und Umgebung genau umgedreht. Dass Mitteldeutschland als das rote Herz Deutschlands galt, hat mehrere sozialökonomische Hintergründe. Die Industrialisierung in der Region hat relativ spät eingesetzt, um 1900 herum. Und das heißt auch, dass die Industrialisierung da in einem enormen Tempo stattgefunden hat. Und das heißt sozusagen, was das für Folgen hat und wie brutal das ist, was für eine Gewalt damit verbunden ist und dass Leute sozusagen aus ihren ursprünglichen Lebenszusammenhängen gerissen werden, das ist da innerhalb von wenigen Jahren sehr deutlich spürbar. Und da ist sozusagen Halle und Umgebung war so ein richtiger Magnet für Arbeitsmigration aus dem Deutschen Reich. Und das hat aber, hatte ganz viele Folgen, weil sozusagen diese Regionen von der Infrastruktur her gar nicht auf so einen großen Zuzug zum Beispiel vorbereitet waren und damit ganz viele Probleme und Konflikte verbunden waren. Diese Schnelligkeit der Industrialisierung in der Region, die erfährt dann kriegsbedingt nochmal eine Steigerung. Also wir haben zum Beispiel die Errichtung des Leunawerks bei Merseburg mit 200.000 Arbeitern, glaube ich. Das wurde ja 1916 errichtet und war sozusagen für Kriegsproduktion gedacht. Also da wurden sozusagen die Grundlagen für Sprengstoff hergestellt. Und das war strategisch dort errichtet, weil die französische Luftwaffe mit ihren Fliegern dieses Gebiet nicht erreichen konnte. Dann hat sozusagen sowas wie Brennstoff und so war dann auch enorm wichtig halt nach dem Ersten Weltkrieg, weil Deutschland ja wichtige Schwarzkohlegebiete zum Beispiel verloren hatte. Und deswegen wurde auch forciert in diesem Mansfelder Land, was sich da sozusagen so anschließt regional, wurde da Braunkohleabbau zum Beispiel forciert. Aber da gab es noch anderes, Kali wurde abgebaut, verschiedene Kupfererze und so weiter. Das waren so die Hauptsachen da. Das Proletariat in Mitteldeutschland ist bunt zusammengewürfelt. Zum einen kommen die eben aus dem ganzen Deutschen Reich. Zum anderen, auch wenn es Leute aus der Region sind, dann sind die gerade erst proletarisiert. Das heißt, die sind lebensweltlich eigentlich noch in einem Milieu von Bauern und Handwerkern verwurzelt und stehen ihren Arbeitsplätzen fremd gegenüber. Das heißt, die haben keine Tradition mit einem Produzentenstolz, wo irgendwie man vielleicht auch mit der Unternehmensgeschichte eine Verbindung hat, sondern die stehen dem fremd gegenüber. Oder aber kriegsbedingt haben Facharbeiter, die davor schon eine Ausbildung hatten, sind die sozusagen zwangsversetzt worden in bestimmte Bereiche, wo die dann geblieben sind. Also da hat sozusagen die Lebensgeschichte, da haben die eine Dequalifizierung erfahren und auch das sozusagen nährt so eine gewisse Wut. Dazu kommt, dieses Proletariat ist auch altersmäßig sehr jung. Das heißt, die da politisch aktiv sind, die blicken nicht auf eine jahrzehntelange Organisationserfahrung zurück. Und das heißt, die stehen genauso wie sie ihren Arbeitsplätzen fremd gegenüberstehen, auch den traditionellen Arbeiterorganisationen eher fremdelnd gegenüber. Wenn sie sich politisiert haben, dann in der Regel eben erst am Ende des Ersten Weltkrieges, eben in der Novemberrevolution 1918, 1919. Und dieser Kriegshintergrund ist auch, glaube ich, für so ein Aufstandsgeschehen ganz wichtig, weil die alle sozusagen Kriegserfahrung haben, das heißt Traumatisierung, das heißt sozusagen lebensweltlich ist die Schranke zur Gewalt viel geringer in deren Erfahrung und die haben natürlich auch zum Teil Waffen aus dem Krieg mitgenommen. Betont werden muss auch, dass die Arbeitsbedingungen in dieser Region extrem schlecht gewesen sind. Die durchschnittliche Schichtzeit im Leunawerk betrug 1921 56 Stunden pro Woche. Oft war die Bezahlung schlecht und es gab immer wieder Kämpfe darum, wie hoch ist die Bezahlung, wie hoch ist die Arbeitszeit. Das war sozusagen, also da hatten die im Leunawerk schon sich relativ viel auch erkämpft, was so Arbeitszeitverkürzung betrifft, aber sozusagen extremer war das halt noch im Braunkohleabbau, was auch schlechter bezahlt war als in so einem Chemiewerk. Und dazu kommt, die Wohnsituation war extrem schlecht und für Zugezogene, die mussten teilweise in so Barackenlagern leben. Dazu kommt auch sozusagen eine extrem autoritäre Betriebsführung, die in dieser Region jeglichen Ansatz von Interessensvermittlung, der irgendwie integrativ ist, das ablehnt. Und sehr sozusagen frech auch in der Öffentlichkeit quasi sozusagen gegenüber Streiks und gegenüber der Arbeiterbewegung auftritt. Das ist die Situation, in der dann am 16. März 1921 in der Presse in Mitteldeutschland ein Aufruf von Oberpräsident Hörsing erscheint. Also die Bundesländer waren ja damals anders gegliedert, das war sozusagen die preußische Provinz Sachsen. Und da war sozusagen der Hörsing von der SPD so eine Art Ministerpräsident. Und der hat jetzt in den Zeitungen verkündet, dass
starke Einheiten der Sicherheitspolizei in das mitteldeutsche Industrierevier geschickt werden sollen. Und damit verbunden ein Aufruf, wo ich euch jetzt einen Teil draus vorlesen will. Also der Hörsing verkündet also: Wilde Streiks, Raub und Plünderungen werden von Banden und Einzeldiebstählen, Terror und Sachbeschädigungen, Erpressungen und Körperverletzungen in der letzten Zeit abgelöst. Kleine Anlässe werden benutzt, um gegen den Willen der Gewerkschaften mehrere Tage mit vielen tausenden Arbeitern die Arbeit einzustellen. Demonstrationen ohne Ziel und Zweck werden veranstaltet und schließlich erpressen bewaffnete Banden unter Führung einzelner verantwortungsloser Menschen vom Unternehmer die Zusage der Lohnzahlung für die Zeit der Nichtarbeit. Gesetzwidrig werden in den Werkstätten Versammlungen ausgeübt, wenn der Unternehmer für die Versammlungszeit den Lohn nicht bezahlen will. Bei jedem wilden Streik werden die einsichtigen und vernünftigen Arbeiter mit Knüppeln und Waffen terrorisiert und von der Arbeit ferngehalten. Diese und zahlreiche andere an Wahnsinn grenzende Taten werden dadurch gekrönt, dass man die gesetzlichen Betriebsräte beschimpft, absetzt und durch sogenannte Aktionsausschüsse ersetzt. In allen Orten haben Leute erklärt, dieses Treiben sei ein Werk der Kommunistischen Partei. Es ist nicht die Kommunistische Partei als solche, sondern es sind internationale Verbrecher, vielleicht sogar Spitzel und Provokateure, die sich als Kommunisten hinstellen. Im Interesse des größten Teils der Arbeiter selbst, aber auch im Interesse der Landwirtschaft, Industrie, des Handels und des Gewerbes, habe ich befohlen, dass in den nächsten Tagen starke Polizeiaufgebote nach vielen Orten des Industriereviers gelegt werden, die die obigen Aufgaben zu erfüllen haben. Die Polizei wird sich weder in politische noch in gewerkschaftliche Dinge mischen, aber sie wird mit derselben Schärfe und Festigkeit wie gegen Verbrecher selbst auch denen gegenübertreten, die sie in Ausübung ihrer Pflicht hindern oder ihr offen entgegentreten, durch Aufhetzung der Bevölkerung, sei es in Wort oder Schrift, ihr die Aufgabe unmöglich machen. Also es ist da kaum zu überhören, dass der hier angekündigte Polizeieinsatz dazu dient, eine soziale Konfliktlage mit den Mitteln der polizeilichen Aufstandsbekämpfung zu befrieden. Diese Ankündigung gibt vor, dass die Polizeiaktion nicht gegen die kommunistischen Parteien gerichtet sei. Wahr ist, es ging darum, einem kommunistischen Aufstand zuvorzukommen und die kommunistischen Parteien zu entmachten. Und gleichzeitig lässt sich gerade an dem, was in dieser Ankündigung steht, tatsächlich sehr gut auch nochmal die Konfliktlage in der Region ablesen. Deswegen würde ich mal kurz durchgehen, was tatsächlich wahr ist an den Behauptungen, die Otto Hörsing da so empört vorträgt. Wilde Streiks werden erwähnt, das ist wahr. In der Region hat es seit dem Kapp-Putsch eine enorme Zunahme an wilden Streiks gegeben, die immer wieder gegen auch die sozialdemokratischen Gewerkschaften durchgesetzt wurden und die zum Teil sehr erfolgreich Lohnerhöhungen und Arbeitszeitverkürzungen erstritten haben. Es gab einfach sozusagen eine große Renitenz der Arbeiter in dieser Region, die sehr selbstbewusst und sozusagen stärkebewusst aufgetreten sind. Zum Beispiel gab es so ein geflügeltes Wort von dem, was heißt ein Leuna als Abkürzung: Lohn empfangen und nicht arbeiten. Plünderungen, Banden und Einzeldiebstähle werden erwähnt, das ist wahr, weil die Lebensmittelversorgung oder zum Beispiel die Versorgung mit Brennmaterial zum Heizen enorm schlecht war. Deswegen haben Arbeiter immer wieder Sachen zu Hause genommen. Das war in Leuna, also da war sozusagen 1921 war das noch größtenteils im Aufbau. Das heißt, also die Hälfte der Arbeiter, die da beschäftigt waren, waren Handwerker, die sozusagen so Gerüste gebaut haben und die also im Bau tätig waren. Und da entsteht dieses Sperrholz, das dann auf der Baustelle rumliegt, das haben die mit nach Hause genommen, um ihren Ofen anheizen zu können. Es gab aber auch tatsächlich sozusagen wurde ein Werkzeug mitgenommen, wenn man es zu Hause brauchte. Wenn man in einer Baracke lebt, muss man das irgendwie ausbessern. Das heißt, wo kriegt man das Werkzeug her? Aus dem Betrieb, man nimmt es mit, um sich zu Hause einfach ein bisschen besser zu machen. Und es gab Diebstähle auf Feldern bei Bauern. Also das ist sozusagen ein Konflikt auch zwischen Arbeitern und Bauern tatsächlich. Also wenn man nichts zu fressen hat, dann... Das waren dann oft auch Jugendliche oder Kinder, Arbeiterkinder, die dann so ein bisschen vorgeschickt wurden und die nachts dann halt irgendwelche Kohlköpfe vom Feld geklaut haben, worüber sich die Bauern natürlich aufgeregt haben. Genannt werden Terror und Sachbeschädigung, Erpressung und Körperverletzung. Das ist zum Teil auch wahr, muss aber im Kontext betrachtet werden.
Weil nämlich sowohl in Leuna als auch in mehreren so Untertagebauern es in dieser Zeit gerade eine Auseinandersetzung um den Werkschutz gab. Das heißt, es gibt auf einmal so eine Art bewaffnete Werkspolizei, die jetzt auf einmal kontrolliert, nehme ich Holz oder nehme ich Werkzeuge mit aus dem Betrieb raus. Und dagegen haben sich die Arbeiter tatsächlich massiv zur Wehr gesetzt. Dann wurde halt mal sozusagen so ein Werkschutztyp halt irgendwie verdroschen. Und es gab einen größeren Braunkohleschacht, wo so ein Werkschutz installiert werden sollte, wo der Chef von denen halt so ein ehemaliger Kriegsgeneral gewesen ist. Also, und das war sozusagen No-Go. Und da haben die sozusagen so lange gestreikt, bis da der Werkschutz abgeschafft wurde. Und das zum Teil halt mit Handgreiflichkeiten und Gewalt geht das tatsächlich einher. Was mit Terror noch gemeint sein könnte, es war klar, dass im gesamten mitteldeutschen Gebiet kleinere oder mittelgrößere Waffenlagern von Arbeitern bestanden. Ich hatte das schon gesagt, zum Teil stammten die noch aus dem Ersten Weltkrieg und waren mit nach Hause genommen worden und dann versteckt worden. Teilweise waren die Waffen neu beschafft worden, 1920 beim Kapp-Putsch, wo dann sozusagen danach Leute gedacht haben, aha, okay, ich gebe die lieber nicht bei der offiziellen Waffenabgabe ab, sondern wir legen uns hier in irgendeinem Schacht oder irgendwo, legen wir so ein kleines Waffenlager an für den Fall der Fälle, falls man es nochmal gebrauchen kann. Das wusste aber natürlich die Polizei, dass es diese Waffenlager gibt. Und das war ganz klar auch ein Ziel von diesem Polizeieinsatz, diese Waffenlager auszuheben. All das, was ich beschrieben habe, ist Teil von Klassenkämpfen gewesen, die aber eben mit dieser Ankündigung des Oberpräsidenten entpolitisiert und entökonomisiert und kriminalisiert werden sollten. Und es war klar, dass dieser Polizeieinsatz eine enorme Empörung in der ortsansässigen Bevölkerung auslösen würde, und es war klar, dass es zu einer Intensivierung von diesen ja ohnehin bestehenden Auseinandersetzungen geben würde, und dass da auch sozusagen in Reaktion auf diesen Polizeieinsatz mit einer größeren Streikbewegung in dieser Region zu rechnen sein würde. Und das heißt, es war nicht die Frage, ob es hier zu Protesten und Kämpfen kommen würde, also ob, sondern die Frage war, in welcher Weise das geschehen würde. Die sogenannte Offensivstrategie, von der ich vorhin erzählt habe, hat mit dazu beigetragen, dass dann das darauf folgende Geschehen zu einem ausgesprochenen Desaster wurde. Das heißt, ich komme jetzt zum Verlauf der Märzaktion. Oberpräsident Hörsing hat diese Polizeiaktion erstmal sehr strategisch sehr klug angelegt, nämlich indem er sozusagen diese Polizeiaktion aufs Osterwochenende gelegt hat. Das war einmal sozusagen infrastrukturell ganz nützlich, weil da sind sozusagen 4 Tage Ferien. Das heißt, die Schulen sind leer, da kann diese Schupo-Schutzpolizei da kaserniert werden quasi. Schupo war im Grunde irgendwie so eine Art Militärpolizei, aber die sozusagen das waren zum Teil alte Armeeeinheiten, zum Teil haben da auch so Freikorpsleute und so Unterschlupf gefunden, da eine Anstellung gefunden. Und es durfte aber offiziell nicht zur Armee gehören, weil ja sozusagen durch den Versailler Vertrag sozusagen eine Reduzierung der Reichswehr vorgesehen war. Das heißt, ja, sozusagen Aufstandsbekämpfung zum Teil mit Maschinengewehren und Schwärmgeschütz. Und die waren dann sozusagen da im Mansfelder Land, sind die da erstmal in die Schulen reingegangen und haben sich da einquartiert. Es ist aber auch aus einem anderen Grund strategisch gut, weil sozusagen, wenn 4 Tage sowieso frei ist und die Leute nicht in Betrieb sind, dann sozusagen so eine Streikaktion braucht einen Schwung, und dadurch, dass eh sozusagen frei war, konnte man damit dem gleich so ein bisschen so den Wind aus den Segeln nehmen. Außerdem hat auch Hörsing sozusagen diese Polizeieinheiten sehr streng angehalten, erstmal zurückhaltend zu agieren. Die sollten zum Beispiel auch in den Schulen drinnen bleiben und nicht irgendwie auf der Straße rummarodieren und die Arbeiterbevölkerung provozieren. Die kommunistische Bewegung in Mitteldeutschland wäre gut damit beraten gewesen, wenn sie sich von der strategischen Vorsicht eines Hörsing etwas abgeguckt hätte. Und das hätte, denke ich, gehießen, zu Streiks aufrufen, schauen, welche Resonanz diese Aufrufe haben und dann gegebenenfalls Stück für Stück diese Streikbewegung ausweiten. Was tatsächlich geschah, war, dass ein Teil der KPD-Führung auf eine unbedingte Offensive setzte. Die haben sozusagen schon davor, bevor es zu diesem Polizeieinsatz gekommen ist, geplant, ja, im März 1921, da muss irgendwas passieren. Da müssen wir jetzt endlich mal sozusagen so einen Aufstandsversuch machen. Und dann sind sie sozusagen durch diesen Polizeieinsatz so ein bisschen überrumpelt worden. Die mussten das dann früher machen, als es eigentlich geplant war. Aber die haben gesagt, okay, jetzt nehmen wir das zum Anlass, um endlich unseren Regierungsumsturz durchzuführen.
Das heißt, was bei der Mitteldeutschen Märzaktion passiert ist, ist, dass ein konkreter Anlass zum Protest und konkrete Interessen in einer Konfliktsituation letztlich äußerlich dafür instrumentalisiert wurden, ein Ziel anzusteuern, das nicht im unmittelbaren Protest angelegt gewesen ist. Und wie das aussah, werden wir auch gleich noch sehen. Zuvor muss man verstehen, wie sich in dieser Situation innerhalb der KPD eine bestimmte Form auch nochmal dieses Offensivkonzeptes durchgesetzt hat. Es hatte sich da gerade auch in der Komintern sozusagen dieses Exekutivkomitee der Kommunistischen Internationale gebildet. Das heißt, das war sozusagen das ausführende Organ der Komintern. Und da waren sozusagen gerade Bucharin und Sinowjew die maßgeblichen Bolschewiki, die da sozusagen die Führungspositionen innehatten. Und die waren welche, die sozusagen zu der Zeit auch linksradikal waren und sozusagen sowieso schon auch Kontakt hatten zu diesen Ultralinken in der KPD. Und die hatten auch ein Interesse dran, dass es in Deutschland zu einem Aufstand oder zu einer Revolution kommt. Da ist eben der Hintergrund, dass es ja sozusagen in Russland gerade diesen Bürgerkrieg gegeben hatte und 1921 da auch gerade der Aufstand von Kronstadt. Das heißt, die bolschewistische Regierung war in einer enormen Krise. Und die haben sozusagen wirklich auch damit gerechnet, an diesem Punkt kann hier die ganze Geschichte scheitern. Und die hatten immer die Hoffnung, wenn es halt in Westeuropa knallt, dann kommt das unserer Revolution zugute. Und das müssen wir aber auch forcieren. Und in dem Sinne haben die versucht, eben Einfluss zu nehmen. Mensch, KPD, komm hier mal ein bisschen in die Pötte. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass das nicht allein ein Werk der Komintern gewesen ist. Das war auch immer so ein bisschen dann im Rückblick die Deutung der bürgerlichen Geschichtswissenschaft oder im Westen. Die Geschichte, die den Märzaufstand sich angeschaut haben, ja, das war halt ein Putsch, der angeleitet war von der Komintern. Das hätte nicht funktioniert, wenn es in der KPD nicht Leute gegeben hätte, die eben auch so einen Kurs wollten. Das waren zum Beispiel August Thalheimer, Paul Fröhlich, Brandtler. Das sind so die Namen, die da sozusagen führend in der KPD waren und eben auch so ein Offensivkonzept vertreten haben. Gleichzeitig, auch aus den Erfahrungen eben dieser Januarkämpfe und den darauffolgenden Auseinandersetzungen, hatte sich die KPD schon illegale Gruppierungen verschafft. Das wurde dann später M-Apparat genannt, also der militärische Apparat der KPD. Das war da zu dem Zeitpunkt noch nicht so stringent durchorganisiert, aber es gab sozusagen in vielen Ortschaften sozusagen neben der KPD so eine illegale Struktur, die eben sich darum gekümmert haben, dass die Waffen besorgen, dass die auch damit üben und solch, und die so, die haben so Militärtheorie und Strategie dann halt so studiert. Und die haben sozusagen sowieso auch das, die hatten dann so eine Tendenz, dieses ganze soziale Geschehen halt in militärischen Kategorien zu denken. Und das war sozusagen auch für die sozusagen die Stunde dann. Ich will zusammenfassen, was in der Märzaktion dann passiert ist. Ich würde auch sozusagen auf Bernd Langer und seine Broschüre, die bald erscheint, verweisen und auch eben die Radiosachen, die ich mit ihm produziert habe. Der ist so wirklich so ein Chronist und der sozusagen kann das Detail für Detail, wann dann was passiert ist, wo, in welcher Ortschaft und so. Das will ich jetzt nur so in gröberen Zügen halt zusammenfassen. Am 19. März beginnt die Polizeiaktion mit dem Einmarsch mehrerer Hundertschaften in Hettstedt und Eisleben. Die KPD hatte zuvor einerseits dazu aufgerufen, dass zunächst diejenigen Betriebe in Streik treten, wo eben die Polizei einmarschiert, also die von der Polizei belegt werden, so hieß das. Und gleichzeitig gibt es aber von den Offensivleuten, die starten so eine Pressekampagne und in der ganzen kommunistischen Presse gibt es Aufrufe zur Bewaffnung und zur Revolution und zum Umsturz. Am Montag, den 21. März, ruft die Mansfelder Volkszeitung zur Bewaffnung und zum Generalstreik auf. Und letzteres ist im Mansfelder Bezirk zunächst relativ erfolgreich. Da treten etwa 2/3 der Arbeiterschaft tatsächlich in den Streik. Und dann tritt auch das Leunerwerk in den Streik. Da bildet sich ein gemeinsamer Aktionsausschuss von KAPD und KPD unter der Führung von einem KAPDler, Kempin hieß der, der sich dann darum kümmert, dass eben sozusagen dieses Werk besetzt wird und so eine militärische Verteidigung des Leunerwerks vorbereitet wird. Also da sozusagen in dieser ganzen Märzaktion gab es dann auf einmal Aktionskomitees, wo diese beiden feindlichen Brüder KPD und KAPD dann zusammenarbeiten, wo auch die KAPD die KPD dann wiederum so ein bisschen vor sich hergetrieben hat. Weil die hatten sozusagen für sich gebucht, wir sind revolutionär, also das sind so Insurrektionalisten im Grunde gewesen. Da drin sah die KPD auch eine Konkurrenz und dann konnte die in der Situation nicht sagen, nee, wir rufen jetzt auf zur Zurückhaltung oder so. Bis zu dem Punkt verlief die Sache aber noch relativ ruhig und es kam noch nicht zu unmittelbaren Konfrontationen zwischen Arbeitern und Polizei. Das ändert sich dann am 22. März in Eisleben,
wo die Schutzpolizei besonders rabiat vorgeht und so Arbeiterversammlungen, die schon protestieren gegen diesen Polizeieinsatz, die auflöst. Und dann kommt da Max Hölz, reist an mit dem Zug, also sozusagen Revolutionär aus dem Vogtland, der aus der KPD schon ausgeschlossen war, weil er nämlich 1920 beim Kapput schon so eine Rote Armee organisiert hatte. Der kommt da jetzt hin, redet auf dieser Versammlung und hebt eine Arbeitermiliz aus und beginnt dann sozusagen eigenmächtig damit, Polizeiunterkünfte anzugreifen, also die aus der Reserve zu leppen. Das ist sozusagen der Anlass, dass es dann tatsächlich zu Konfrontationen kommt. In dieser Zeit beginnen sich die Ereignisse zu überschlagen und unübersichtlich zu werden. Während sich die Streikbewegung zunächst weiter ausbreitet, gibt es unterschiedliche bewaffnete Arbeiterformationen, die in Mitteldeutschland unterwegs sind. Also zum einen diese Gruppe um Max Hölz. Das müssen, also am Anfang, so als der in Eisleben ankam, waren das erstmal 150 Leute. Das ist dann im Laufe der Tage angewachsen auf ca. 500 Leute. Der hat selber in einem Bericht an die KPD geschrieben, dass es 1500 gewesen wären. Und in seiner Autobiografie schreibt er, dass es 7000 gewesen wären. Er hatte so ein bisschen die Tendenz zur Übertreibung. Realistisch ist, dass es so circa 500 Leute gewesen sind, die dann so von Ortschaft zu Ortschaft gezogen sind, die Banken ausgeraubt haben und Lebensmittel requiriert haben. Also das ist ja sozusagen entscheidend, wenn du auch so eine kleine Miliz aufbaust, dann muss dafür Kost und Logis gesorgt sein, sonst kannst du die Leute nicht zusammenhalten. Dann gibt es noch eine Gruppe um zwei KPD-Funktionäre, Lemk und Bowitzki. Da gibt es in Halle eine Massenversammlung am Jahrestag des Kapputsches, wo der Gefallenen gedacht wird. Und er nimmt sozusagen Gedenkveranstaltungen auf dem Friedhof in Halle zum Anlass, um auch sozusagen junge Arbeiter dazu aufzurufen, sich zu bewaffnen und auch sozusagen da ins Mansfelder Land zu eilen. Das sind dann in etwa 300 Leute. Genau. Dazu muss man noch sagen, die Kommissäre des Exekutivkomitees der Komintern um Béla Kun, das war so ein ungarischer Kommunist, der sozusagen maßgeblich war in der Komintern, der wurde als Emissär abgesandt von Moskau quasi, um da jetzt auch sozusagen einzugreifen und ein offensiveres Vorgehen zu unterstützen. Was der macht, ist, dass der jetzt sozusagen in Berlin, glaube ich, einen Aktionsausschuss ins Leben ruft, der den Aufstand koordinieren soll und wo eben Mitglieder von KPD, KPD und der Allgemeinen Arbeiterunion sozusagen delegiert sind. Dieser Aktionsausschuss hat aber faktisch keine koordinierende Wirkung gehabt. Es gab dann parallel noch eine Oberkampfleitung, die in Leipzig ansässig war, und auch Max Hölz hat von sich behauptet, dass er die militärische Oberleitung sei. Und wie gesagt, auch die Illegalen aus diesem künftigen M-Apparat, auch die haben sehr unabhängig agiert und haben zum Beispiel verschiedene Sprengstoffanschläge durchgeführt. In Dresden, Freiberg, Leipzig, Plauen sind dann Sachen in die Luft geflogen. Das Kalkül von diesen Anschlägen war aber tatsächlich, also dass man sich so ein bisschen so die Leute austrickst, dass mit diesen Anschlägen sollte fungiert werden. Hier agieren jetzt rechte Terrorgruppen. Und die haben auch so, die haben sozusagen so inszeniert, dass Leute von denen entführt werden und die sind dann verschwunden und haben die Gerüchte geklärt, ja, die sind jetzt gefangen genommen worden, dagegen muss jetzt sich Widerstand regen und so weiter. Also das war sozusagen nochmal ein offensiveres Offensivkonzept, das darauf gesetzt hat, die Sicherheitskräfte zu provozieren, dass da die Repression zuschlägt, und dann dachten die, wenn die Arbeiter das sehen, dann müssen sie aber auch mit uns in den Aufstand auf jeden Fall kommen. Und sozusagen, es war auch ein Offensivkonzept innerhalb der KPD, also nicht nur sozusagen eine Avantgarde soll die Arbeiterschaft durch forcierte Aktionen anleiten, dass die endlich aus ihrer Trägheit erwachen, sondern auch in der KPD gab es auf den verschiedenen Ebenen überall Leute, die eigentlich davor gewarnt haben, so vorzugehen, und dann wollte man sozusagen auch die KPD in Schwung bringen, und deswegen sind sozusagen diese Illegalen da sehr vorgeprescht. Allerdings muss man sagen, dass die Streikbewegung in Mitteldeutschland am 23. und 24. März bereits an ihre Grenzen gekommen war und dass nicht mehr Arbeiter dazu zu bewegen waren, in den Streik zu treten oder sich anderweitig dem Aufstand anzuschließen. Und die verschiedenen militärischen Oberleitungen des Aufstands haben das im Grunde auch gewusst, und das ist auch der Zentrale der KPD so zurückgemeldet worden, dass es hier eine Grenze gibt und dass die Arbeiter nicht sozusagen massenweise jetzt auch mit in den Streik treten und zum Aufstand schreiten. Und dass da eine sehr geringe Kampfbereitschaft im Grunde vorzufinden ist. Und irrigerweise wurde aber eben daraus nicht der Schluss gezogen, wie man jetzt vielleicht strategisch vorgeht, dass man guckt, irgendwie braucht die Streikbewegung noch irgendwie sozusagen ein, zwei Wochen, damit es richtig anläuft, oder muss man sich sozusagen auf einen strategischen Rückzug einstellen und gucken, wie kann man das meiste noch rausschlagen, wie kann man in Verhandlungen treten und Verbesserungen zum Beispiel fordern, um die Lage zu befrieden, aber trotzdem auch da was rauszuholen. Das haben die nicht gemacht, sondern die haben gesagt, Intensivierung.
Am 24. März ruft die Zentrale der KPD zum reichsweiten Generalstreik und zum bewaffneten Aufstand auf. Und sie versucht noch mehrmals, auch während sich die Niederlage schon sehr deutlich abzeichnet, eine Steigerung dieser Aktion zu forcieren. Eigentlich ist die Polizei schon am 24. März Herr der Lage in Mitteldeutschland. Es wird der Belagerungszustand verhängt. Es gilt ein allgemeines Versammlungsgebot. Die kommunistische Presse wird verboten. Die haben auch ganz oft dann eben solche Zeitungsgebäude von den Kommunisten besetzt. Und die Strategie der Polizei ist sehr erfolgreich, weil die sich nämlich nicht auf größere Konfrontationen eingelassen hat, sondern die haben so Ortschaft für Ortschaft halt befriedet und so Stück für Stück diese verschiedenen bewaffneten Formationen der Arbeiter zerrieben. Der Generalstreikaufruf der KPD hat so gut wie keine Auswirkungen gezeigt im Rest von Deutschland. Es gibt ein paar wenige Streikzentren, das sind Bitterfeld, das Geiseltal, ein paar Betriebe in Sangerhausen, in Halle und Merseburg, also in unmittelbarer Nähe, passiert so gut wie gar nichts, gibt so gut wie keine Streikbeteiligung. Es gibt halt Solidaritätsaktionen in Hamburg und Rheinland-Westfalen, aber da geht die Polizei jeweils enorm repressiv vor, die ist sehr gut vorbereitet, die hat das kommen sehen und schafft es eben, diese mögliche aufständische Regungen im Keim zu ersticken. Das Leunawerk wird schließlich am 29. März von 21 SIPO-Hundertschaften und einer Reichswehrbatterie angegriffen, also da ist dann tatsächlich auch Reichswehr dazugezogen worden. Dabei werden mindestens 60 Arbeiter getötet und mehr als 1500 verhaftet, also ca. 2000 Arbeiter hatten das Leunawerk besetzt, ein paar haben es geschafft abzuhauen, genau. Und erst am 2. April entschließt sich dann die Leitung der KPD dazu, den Generalstreik offiziell abzubrechen und die Aktion zu beenden. Dazu ein paar Zahlen. Auf dem Höhepunkt der Aktion haben höchstens 120.000 Arbeiter in Mitteldeutschland gestreikt. Davon waren 22.000 Leunerarbeiter, wobei man da auch sagen muss, was heißt Streik? Die sind zum Teil einfach nach Hause gegangen, aber eben nur diese 1.500 haben sich halt eben an dieser Besetzung des Leunerwerks beteiligt. Und dann eben noch 40.000 Beschäftigte in dieser Bergbauregion im Mansfeldischen Land. Also 120.000 Arbeiter in diesem Schwerpunkt des Aufstands in Mitteldeutschland und reichsweit 200.000 Leute, die im Streik waren. Also im Maßstab gesehen nicht so viele Leute. Zwei Zitate, um die Folgen dieser Aktion deutlich zu machen. Ich bin auch gleich beim letzten Kapitel. Eine Zusammenfassung von Sigrid Koch-Baumgarten, die dieses Buch geschrieben hat, was ich sehr gut finde. Sie beschreibt die Situation so: Nun setzte auch in Mitteldeutschland der weiße Schrecken ein. Massenverhaftungen waren an der Tagesordnung, sodass die Gefängnisse nicht mehr ausreichten. Allein im Leunerwerk wurden 2000 verhaftete Arbeiter aus der Umgebung in zwei großen Silos für 14 Tage unter unmenschlichen Bedingungen gefangen gehalten. Zeugen wussten über standrechtliche Erschießungen, Misshandlungen von Gefangenen im Leunerwerk und anderswo zu berichten. Eine Düsseldorfer Schupo-Hundertschaft des Grafen Poninski tat sich hierin besonders hervor. Schon in Querfurt, das die Hundertschaft eigenmächtig angegriffen hatte, waren mehrere verhaftete Aufständische erschossen worden. Auch aus anderen Orten wurden standrechtliche Erschießungen gemeldet. Willkürliche Festnahmen, Gefangenenmisshandlungen waren sehr verbreitet. Überall wurden die Orte nach Waffen durchsucht. Trotzdem konnten insgesamt nur 1346 Gewehre, 10 Pistolen, 24 Maschinengewehre in zum Teil unbrauchbarem Zustand gefunden werden. Der größte Anteil wurde den kämpfenden Gruppen abgenommen. Insgesamt forderte die Märzaktion in Mitteldeutschland 180 Todesopfer, 35 Polizeibeamte und 145 Zivilisten. Der Ausnahmezustand dauerte bis zum September 1921 an. Disziplinarverfahren gegen 18 kommunistische Amts- und Gemeindevorsteher bzw. gegen 73 Stellvertreter wurden eingeleitet. Dadurch wird auch mal deutlich, wie viele das waren, also dass die KPD da sozusagen Gemeindevorsitze ganz oft innehatte und so Oberbürgermeister und so. Aber eben das Resultat, wie es Sigrid Koch-Baumgarten beschreibt, der Einfluss der radikalen Arbeiterbewegung in der Region sollte mit polizeilich-staatlichen Maßnahmen nachhaltig gebrochen werden. Und eine Zusammenfassung von Paul Levy aus seiner Kritik der Märzaktion, die er unmittelbar danach veröffentlicht hat. Er schreibt so ein bisschen polemisch. Für einen anarchistischen Club genügt es vollkommen, wenn der Wille des Führers befiehlt und der Todesmut der Gläubigen gehorcht. Für eine Massenpartei, die nicht nur Massen in Bewegung setzen will, sondern selbst Masse ist, genügt das nicht. Was von den Kommunisten erwartet werden muss, das ist, dass sie Kampfsituationen rasch erspähen, energisch ausnützen und jederzeit über das Kampfziel hinweg auf das Endziel weisen.
Aber kein Kommunist ist Kraft der Aufnahme in die kommunistische Partei verpflichtet, eine Kampfsituation zu ersehen, wo keine ist und wo nur der Wille der Zentrale in einem unsichtbaren und geheimen Konventikel und aus anderen Gründen als denen, die den Proletariern vor Augen liegen, beschließt, eine Kampfsituation bestehe. Die Zentrale hat damit noch nicht einmal die simple Kunst jenes Indianerhäuptlings gezeigt, der, um seine Allmacht zu erweisen, jeden Morgen vor Sonnenaufgang vor sein Zelt trat und sagte: Sonne, gehe du deinen Weg, den ich dir weise. Er deutet dabei mit der Hand von Osten nach Westen. Die Zentrale, von denselben Allmachtsgefühlen beseelt, deutete aus Versehen mit der Hand von Westen nach Osten. Eine Aktion, die lediglich dem Bedürfnis der kommunistischen Partei und nicht dem subjektiven Bedürfnis der proletarischen Masse entspricht, ist verfehlt an sich. Die Zentrale dachte zunächst, man könne eine Situation, in der das Proletariat die Notwendigkeit des Kampfes sieht, auch mit nichtpolitischen Mitteln schaffen. Nun hatte sie ihre Toten. Aber die Situation war von Anfang an so ohne jede Voraussetzung für eine Aktion. Sie war verloren vom ersten Augenblick an. Die Zentrale hatte zu entscheiden, was weiter geschah. Sie entschied sich für Steigerung der Aktion. Die Narretei sollte gesteigert werden. Für diese Kritik wurde Paul Levy aus der KPD ausgeschlossen. Und damit sind wir beim letzten Kapitel bei den Folgen der Märzaktion angelangt. Einschub. Zur Verteidigung der Märzkämpfer sei gesagt, wie sich ein Kräfteverhältnis darstellt, das ist nicht immer im Voraus zu bestimmen, sondern muss zuweilen praktisch ermittelt werden. Ein Kräfteverhältnis ist nicht nur äußerlich zu betrachten und zu analysieren, sondern es bestimmt sich auch durch das, was man selbst in die Waagschale wirft. Auch wenn die Forcierung der Märzaktion maßgeblich durch parteimäßige Kalkulationen bestimmt war, so glaubten viele der Beteiligten an die Revolution, die sie für dringend notwendig erkannten. Die Novemberrevolution drohte als revolutionärer Anlauf tatsächlich zu versiegen, und ob so ein Anlauf versiegt oder nicht, ob eine Welle kippt oder nicht, davon hängt doch schon einiges ab. Max Hölz und Karl Plättner waren soziale Rebellen, die zum Teil erstaunlich großen Rückhalt in der Bevölkerung besaßen. Auch wenn ihre Aktionen nicht von Erfolg gekrönt waren und ihr Scheitern absehbar war, sie haben auf eigene Rechnung gehandelt und sie haben diese Rechnung auch selbst bezahlt. Sie sind allemal sympathischer als Parteiapologeten mit Sklavenblick nach Moskau. In der Gegenüberstellung von Paul Levy und den Offensivkurslern zerfällt, was bei Rosa Luxemburg noch zusammengehörte, dass eine Revolution eine Mehrheit voraussetzt, dass sich Mehrheiten jedoch auch erst in Kämpfen herstellen, dass es die Spontanität der Massen braucht, es aber auch der politischen und ökonomischen Organisierung bedarf, dass der Zeitpunkt eines Generalstreiks nicht in einem Partei- oder Gewerkschaftsbüro beschlossen werden kann, dass es aber dennoch Kommunisten braucht, die versuchen, das Gesamtinteresse der Klasse zu formulieren und dabei den revolutionärsten und konsequentesten Standpunkt zu vertreten, dass es keine Revolution gegen eine Mehrheit geben kann, dass man sich als Revolutionär aber auch nicht von der Trägheit der Massen abhängig machen darf und so weiter. Die Märzkämpfe zeigen Tragik und Komik an, die die Arbeiterbewegung und die historische Linke zu oft bestimmt haben, dass man sich in falsch abstrakten Gegenüberstellungen verliert. Einschub Ende. Die Mitteldeutsche Märzaktion hat die KPD in die größte Parteikrise seit ihrer Gründung gestürzt. Sie hatte sich in großen Teilen der Arbeiterbewegung diskreditiert, was sich auch in zahlreichen Parteiaustritten und Verlust von Wahlstimmen niedergeschlagen hat. Im Bezirk Merseburg hat die KPD nach dieser Aktion etwa 2/3 der Mitglieder verloren. Und die sind dann sozusagen zum großen Teil auch nicht in andere Arbeiterorganisationen übergetreten, sondern sind unpolitisch oder nicht politisch aktiv geworden. Man muss sagen, dass die VKPD nach der Märzaktion weitestgehend isoliert war. Die Parteiorganisationen waren danach auf allen Ebenen zusammengebrochen. In vielen Fällen lag die Parteiarbeit über Monate am Boden, zum Teil bis Ende des Jahres 1921. Die Partei war ungefähr ein halbes Jahr handlungsunfähig. Dazu beigetragen hat auch die enorm einsetzende Repression. Es wurden etwa 6.000 Arbeiter verhaftet, davon wurden 4.000 Arbeiter zu insgesamt 3.000 Jahren Zuchthaus verurteilt. Erst im Juli 1922 gab es reichsweit eine Teilamnestie, bei der viele Märzkämpfer freigekommen sind. Dazu kamen zahlreiche Maßregelungen in den Betrieben
Und das hieß in den meisten Fällen Massenentlassungen und vollkommene Neuzusammensetzung der Belegschaften. In den Leunawerken sind etwa 2000 Kommunisten entlassen worden. Das Problem dabei war, wenn die nicht anderswo irgendwie eine Wiedereinstellung finden konnten, hatten die dann auch kein Recht auf Arbeitslosenhilfe. Und das ist der Grund, warum dann die KPD die Rote Hilfe übrigens gegründet hat. Also das war sozusagen auch, um sozusagen diese Prozesse mit zu begleiten, aber gar nicht in erster Linie, sondern es ging darum, sozusagen die Familien der Märzkämpfer, die jetzt mittellos waren, finanziell zu unterstützen. Das war sozusagen das Zweck dieser ursprünglichen Roten Hilfe. Für die KAPD waren die Folgen eigentlich noch schlimmer, denn im Endeffekt haben die Märzkämpfe das Ende der KAPD besiegelt. Also diese Organisationsstruktur von den Rätekommunisten war damit im Grunde zerrieben und es setzte dann einen Prozess ein, wo sozusagen dieses linkskommunistisch-rätekommunistische Milieu sich in ins Stadium der Sektenbildung dann begeben hat. Also das ist jetzt negativ ausgedrückt, positiv könnte man sagen, weil es sind dann eigentlich nur noch intellektuellen Zirkel, die zum Teil Arbeiter auch als Mitglieder haben. Das Problem ist auch einfach gewesen, dass keiner der beteiligten Parteien ein Fehlerbewusstsein danach an den Tag gelegt hatte. Also alle haben sich dann versucht, gegenseitig die Schuld in die Schuhe zu schieben. Die Leute sozusagen, die das Offensivkonzept vertreten haben, die haben gesagt, das lag an denen um Paul Levy, die sozusagen mäßigen wollten und gewarnt haben vor der Aktion, dass die haben die Parteidisziplin dadurch gebrochen und haben gebremst. Wenn man sozusagen offensiver noch reingegangen wäre, dann hätte es geklappt. Gleichzeitig sind es zum Teil dieselben oder ähnliche Leute, die dann der KAPD vorwerfen, dass die zu sehr vorgeprescht sind und sozusagen keine revolutionäre Disziplin gezeigt haben. Die KAPD wirft der KPD natürlich auch vor, dass sie sozusagen nicht revolutionär genug gehandelt wird. Also sozusagen, es gibt im Grunde keine Aufarbeitung dessen, was da passiert ist. Einer der wenigen, der eine Kritik formuliert hatte, war eben der genannte Paul Levy, der aber eben auch schon vorher gegen diesen Offensivkurs gewesen war und der aus der Ferne, der war zu der Zeit in Wien, hatte der eben gewarnt vor der Märzaktion. Der hat dann so ein paar Wochen danach, also der hat so versucht, seine Kritik halt der Zentrale zu unterbreiten, die hat das aber abgelehnt und dann hat er einfach eine Broschüre veröffentlicht, die hieß Unser Weg, wieder den Putschismus. Und das wurde dann eben als Disziplinbruch gewertet und Verrat von Parteigeheimnissen und deswegen ist er dann ausgeschlossen worden. Paul Levy, der hat an seinem Reichstagsmandat festgehalten und hat dann sozusagen so ähnlich, wie das sozusagen bei der SPD war, mit der Sozialistischen Arbeitsgemeinschaft, hat er dann eine kommunistische Arbeitsgemeinschaft im Reichstag halt gegründet, KAG, mit einer Zeitschrift, die Unser Weg hieß, wo, finde ich, denke ich, sehr interessante Debatten geführt worden sind, hat versucht sozusagen eine Zeit lang mit dieser KAG sozusagen eine Opposition von außen zu sein. Also er hatte Kontakt in die KPD, wollte seine Leute da bestärken und hat da aber eigentlich gedacht, dass er wieder in die KPD zurück kann. Das ist dann aus Gründen, die ich auch noch sage, nicht passiert. Und deswegen ist er dann mit dieser KAG in die USPD zurück und dann als sozusagen aber ist dann die USPD ja wieder geschlossen, in die SPD zurückgegangen. Das heißt, er ist dann als Kommunist sozusagen in die SPD letztlich zurückgegangen. Ich gehe nicht mit allen Kritikpunkten mit, die Levy in dieser Broschüre formuliert. Ich denke aber trotzdem, dass Levy überzeugend die wichtigsten Fehler der Märzaktion dargelegt hat. Und das ist, dass die Märzaktion forciert wurde in einer Situation, in der auch nur der nicht auch nur annähernd eine Mehrheit der Arbeiterschaft absehbar gewesen ist im Reichsmaßstab. Dass in der Märzaktion eine militärisch-putschistische Logik verherrschend war, anstatt von einer vor allem sozialen und politischen Gemengelage auszugehen. Dass die KPD-Zentrale diktatorisch nicht nur gegenüber der Mehrheit der übrigen Arbeiterbewegung aufgetreten ist, sondern ihr Agieren auch der Parteibasis aufgeherrscht hat. Dass die Emissäre des Exekutivkomitees der Komintern auf völlig intransparente Weise und ohne innerparteiliche Legitimation Sachen innerhalb der KPD forciert hat und da eben sozusagen maßgeblich auch eingegriffen hat in das, was in der KPD passiert ist. Levy forderte an seine Kritik anschließend eben eine Rückkehr zur Politik seines offenen Briefes vom Januar 1921, womit er erfolglos geblieben ist. Allerdings hatte diese Märzaktion dann ein Nachspiel auf der Ebene der Komintern. Also die Komintern hat in diese innerparteiliche Diskussion da eingegriffen, hat gesagt, das ist keine Frage, die die KPD zu klären hat, sondern das geht um die internationale Revolution. Deswegen muss das beim Dritten Weltkongress der Komintern geklärt werden, der im Juni und Juli 1921 in Moskau stattfand. Clara Zetkin ist dahin gefahren mit dem Vorhaben, die Kritik von Paul Levy und sein Vorgehen zu rechtfertigen und seine Rehabilitation zu fordern. In Moskau war die Lage dann aber etwas verzwickt.
In der Zwischenzeit war nämlich klar geworden, dass Trotzki und Lenin auch sozusagen das langsam kritisch gesehen haben mit dem Offensivkurs und auch eigentlich den meisten Kritikpunkten von Paul Levy zugestimmt haben. Aber Bucharin, Sinowjew, Radek, Bela Kun und andere haben nach wie vor an diesem Offensivkurs festgehalten. Und die wollten eben die Linke in der KPD oder den linken Flügel weiter stärken und wollten der Parteirechten, den sogenannten Opportunisten, den Kampf ansagen. Das Wort von Lenin hatte sehr großes Gewicht, auch damals von Trotzki noch. Deswegen ist dabei ein sehr seltsamer Kompromiss herausgekommen. Der Offensivkurs wurde offiziell zurückgenommen und es wurde proklamiert, dass die Komintern und also auch die KPD nun offiziell zur Einheitsfrontpolitik übergehen sollte, was ja Paul Levy gefordert hatte. Gleichzeitig wurde aber der Ausschluss von Paul Levy bestätigt und dem Opportunismus in der KPD der Kampf angesagt. Es ist also, das sollten beide Seiten, also die Partei Linke und diese rechte Opposition, sollten so ein bisschen ihr Brosamen abbekommen. Das hat aber innerhalb der KPD zu einer paradoxen Situation geführt, weil jetzt es eine Zentrale gab, die weitestgehend aus Mitgliedern bestand, die das Offensivkonzept vertreten hatten. Die mussten jetzt ihrer Partei das Einheitsfrontkonzept schmackhaft machen, während aber eine Basis für dieses Einheitsfrontkonzept mit Paul Levy aus der Partei rausgegangen war oder noch rausgedrängt wurde in der Situation. Und das bedeutete, dass sich jetzt eine Zentrale herausgebildet hat, die über der Partei schwebte und die in ihrem Agieren statt auf die eigentliche Mitgliederbasis, auf die Komintern verwiesen war. Das heißt, mit der Märzaktion hatte sich jetzt zum ersten Mal in diesem Maßstab die Komintern in die inneren Angelegenheiten einer anderen kommunistischen Partei eingemischt und diese Tendenz wurde verstärkt. Weitergehend war die Tendenz nach der Märzaktion, dass die KPD noch straffer zentralisiert wurde, dass die Zentrale die Befugnisse zum Ausschluss von Mitgliedern bekam, was vorher nur auf Bezirksebene möglich war. Die Zentrale bekam also jetzt quasi praktisch die Befugnis, dass sie alle Kritiker ihrer Führungspolitik ausschließen konnte. Es gab die Tendenz zur Machtkonzentration in der Zentrale und zur Unterordnung der Mitglieder unter die Organisation. Das hat sich auch in anderen Bereichen fortgesetzt, zum Beispiel die Unterorganisation, also Frauengruppen, Jugendgruppen, Gewerkschaftsgruppen, die wurden ihrer Eigenständigkeit beraubt und mussten sich sozusagen streng den Vorgaben der Zentrale beugen. Ich zitiere nochmal Sigrid Koch-Baumgarten, die wiederum auf ein Mitglied der rechten Opposition und Paul Levy verweist. Sie schreibt, damit war, wie sich Marie Wackwitz ausdrückte, das kommunistische Wohnhaus unter Polizeikontrolle gestellt, ein autoritärer Zentralismus eingeführt, die Parteipresse in Fabrikproduzenten umgewandelt, in der KPD hielten endgültig Feldwebelgeist und blinder Kadavergehorsam Einzug, die jedes schöpferische Parteileben unterbanden. Man muss also sagen, die Stalinisierung der KPD begann nicht erst mit dem Parteivorsitz von Ruth Fischer und Arkadi Maslow, die 1924 den Parteivorsitz innehatten und die Parole der Bolschewisierung stark gemacht haben, also Ummodelung der Partei nach Vorbild der Bolschewiki, oder nicht erst mit der Übernahme des Parteivorsitzes von Ernst Thälmann im Jahr 1926, der endgültig ein gefügiges Werkzeug von Stalin wurde, sondern diese Stalinisierung hat in Vorlauf und Vorbedingungen. Und dazu gehört eben auch das, was in der Märzaktion 1921 passiert ist. Diese putschistische Tendenz hat sich unter dem Mantel der Einheitsfrontpolitik dann auch fortgesetzt, wie sich ja 1923 dann beim Hamburger Aufstand gezeigt hat, der eigentlich auch ein deutschlandweiter Aufstand sein sollte, aber sozusagen nur in Hamburg ist das Abblasen der Aktion nicht angekommen, deswegen stand dann Hamburg alleine da. Da war der Aufstandstermin sogar schon in Moskau festgelegt worden. Also bei der Märzaktion gab es wenigstens noch einen Anlass in Mitteldeutschland, jetzt wurden schon die Termine sozusagen in Moskau festgelegt. Ich zitiere nochmal Sigrid Koch-Baumgarten, die diese Entwicklung zusammenfassend folgendermaßen resümiert. Zwischen Sozialdemokratie, Reformismus auf der einen und dem Bolschewismus, später Stalinismus auf der anderen Seite, gab es in den 20er Jahren keine Entwicklungsmöglichkeit für eine unabhängige, sozialrevolutionäre linke Alternative in der Arbeiterbewegung. In der Märzaktion wird dieses Scheitern, als dass ich es bezeichnen würde, wie ja sozusagen so ganz plastisch konzentriert, es blitzt auf und es wird aber auch deutlich, wie verwickelt und kompliziert diese ganzen Vorgänge sind, wie so eine Entwicklung vonstatten geht. Und ich denke, wer sich heute auf eine Tradition der radikalen Linken bezieht, was ich tue, der muss sich klar machen, dass die Geschichte der radikalen Linken selbst keine Rosinengeschichte ist, sondern dass es hier Kritisches aufzuarbeiten gibt. Innerhalb der KPD war es der linke Flügel,
der damals in der, und der als linksradikal oder als ultralinks bezeichnet wurde, war es also der linke Flügel, der innerhalb der KPD ein autoritäres Parteimodell durchgesetzt hat. Und das war der rechte Flügel und Paul Levy, der vor dieser Tendenz warnte. Um das einzusehen, muss man nicht alle Positionen eines Paul Levy teilen, was ich auch nicht tue, aber stattdessen muss man sich klar machen, was sozusagen innerhalb des Bezugsrahmens der Arbeiterbewegung oder Kommunismus oder revolutionäre Bewegung, was da als links oder als rechts gilt, das ist nie festgesetzt und mit ewig gültigen Werten verbunden. Man sieht es zum Beispiel, Bucharin zum Beispiel innerhalb der Bolschewiki war dann später der Rechtsabweichler, obwohl er 21 linksradikal war. August Thalheimer, der das Offensivkonzept sozusagen mit vorangetrieben hatte, der war dann auch sozusagen rechter Abweichler, mit Brandtler die KPO, die eine Oppositionsgruppe, also das waren dann die rechten Abweichler auf einmal in der KPD, also das ändert sich immer wieder. Also es muss nicht nach dieser Einordnung rechts-links, also nicht nach so einem Standpunktdenken diskutiert werden, sondern es muss eben inhaltlich diskutiert werden und sich stur dem einen oder anderen Lager zuzuordnen, ist wenig hilfreich. Das war's.